Die Ukraine ist nun seit Juni offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union. Und ich bin sicher, die meisten von euch erinnern sich an Schlagzeilen wie diese. Die Europäische Union gewährt der Ukraine in einem historischen Moment den Kandidatenstatus. Alle oder zumindest viele von euch werden auch diesen historischen Moment in den Nachrichten mitverfolgt haben. Die Flagge der Europäischen Union ist also bereits im ukrainischen Parlament aufgepflanzt. Und in gewisser Weise ist das auch nicht überraschend. Sowohl aus Sicht des politischen Zusammenhalts in Europa als auch aus militärischer Sicht hat die Ukraine mehr als genug getan, um sich den offiziellen Kandidatenstatus zu verdienen. Schließlich kämpft sie als westlich und freiheitlich gerichtetes Land unermüdlich gegen ein Regime, das dieser und das heißt unserer Lebenshaltung so radikal entgegensteht. Schließlich war es für Russland ein wichtiger Grund, die Ukraine anzugreifen, weil sie ja auch Teil der freiheitlich-demokratischen Wertegemeinschaft sein will. Aber dahinter stehen auch schlagkräftige wirtschaftliche Gründe. Dazu später mehr. Zudem hat auch in der europäischen Politik nach der russischen Invasion ein Umdenken stattgefunden und man scheint allgemein bereit, den Beitritt der Ukraine zu beschleunigen. Was auch immer das aktuell genau heißen mag. Aber schon das Symbol ist viel wert. Zum einen natürlich für die Ukraine selbst. Denn die Beitrittsperspektive ist sicherlich ein enormer Schub für die Motivation und das Selbstvertrauen der ukrainischen Soldaten und der gesamten Bevölkerung. Zum anderen ist er aber auch von symbolischem Wert für die EU. Denn was würde es für ihr Selbstverständnis bedeuten, im Sinne der Werte, für die sie steht, wenn sie nicht zumindest in Betracht zöge, die Ukraine in ihre Reihen aufzunehmen? Doch ist der Kandidatenstatus vielleicht mehr als eine symbolische Geste? Hat die Ukraine eine realistische Chance, in den Club der EU-Länder aufgenommen zu werden? Nun, sicher ist nur, dass bis dorthin noch ein weiter Weg auf die Ukraine wartet. Kein einfacher Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union für die Ukraine. Der legitime Wunsch, der Union beizutreten, stellt eine große Herausforderung für das Land dar. Andererseits, den enormen Risiken und Herausforderungen steht auf der anderen Seite mit einer Ukraine als EU-Mitglied ein gigantisches Potenzial gegenüber. Zum einen, was die Sicherheit und Stabilität ganz Europas angeht, als auch in puncto Wirtschaft. Die Ukraine ist mit 40 Millionen zum großen Teil gut ausgebildeten Menschen nicht nur ein großer Produktions- und Absatzmarkt für EU-Unternehmen, allen voran für die Deutschen, und sie ist als Kornkammer Europas nicht nur ein wichtiger Faktor zur Festigung der Versorgungssicherheit und Preisstabilität bei Lebensmitteln. Nein, das flächenmäßig nach Russland zweitgrößte Land Europas verfügt auch über beträchtliche Reserven an Erdgas, deren Erschließung Russland mit seinen Aggressionen bislang erfolgreich verhindern konnte, um den Kontinent weiterhin in Abhängigkeit von seinem eigenen sibirischen Gas zu halten. Und auch die aktuellen laufenden Psychospielchen bezüglich russischer Gaslieferungen in die EU denken dabei vom riesigen ökonomischen Zukunftspotenzial der ukrainischen Erdgasreserven sowie Gasspeicher und Biogasressourcen für die Wirtschaft Europas ab. Denn betrachtet man die Erdgasreserven im asiatischen Teil Russlands als außereuropäische Lagerstätten, politisch haben die Staaten der EU ja sowieso keinerlei Zugriff auf sie, verfügt die Ukraine heute über die zweitgrößten bekannten europäischen Gasvorkommen. Ein gewaltiges Pfund, mit dem sie in den Verhandlungen für die EU-Mitgliedschaft wuchern kann. Denn falls ein Land mit derart gewaltigen Lagerstätten ein verlässliches Mitglied der Gemeinschaft würde, wären alle Energiesorgen und Preisängste der europäischen Verbraucher wie auch Industrie für sehr, sehr lange Zeit gelöst. Mehr noch, den alten Kontinent könnte eine regelrechte Bonanza, eine Ära ungeahnter Wettbewerbsfähigkeit und Prosperität ins Haus stehen, mit dem er seine globalen Konkurrenten hinter sich lassen könnte. Nur mal zum Vergleich. Ende 2019 enthielten die bis dahin erkundeten ukrainischen Lagerstätten 1,09 Billionen Kubikmeter Erdgas. Das ist eine Menge, die innerhalb Europas nur den bekannten norwegischen Ressourcen von 1,53 Billionen Kubikmeter nachsteht. Und Norwegen ist auch nicht Mitglied der EU. Wohlgemerkt, dies sind die unter den sehr erschwerten politischen Bedingungen erkundeten Vorkommen. Eine ungehinderte Exploration könnte also noch viel mehr Gas zutage fördern. Also liebe Visualpolitik-Zuschauer, welche Hindernisse muss die Ukraine auf ihrem Weg in die EU überwinden? Könnte sie es wirklich schaffen, Mitglied zu werden? Was sind die wichtigsten Schritte bis dorthin? All diese Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Ein
eines gleich vorneweg. Ein Beitritt zur Europäischen Union ist kein Spaziergang und auch komplizierter als zum Beispiel ein Beitritt zur NATO. Um Teil der Union zu werden, müssen die Beitrittskandidaten viele Vorschriften erfüllen und eine Menge Änderungen in Recht, Politik und Wirtschaft vornehmen. Kroatien hat zum Beispiel nicht weniger als 10 lange Jahre gebraucht, um Mitglied zu werden. Natürlich ist dieser Zeitraum nicht festgelegt. Es liegt an jedem einzelnen Land selbst, wie lange es braucht, um die Voraussetzungen zu erfüllen. Finnland, also ein Land, das bereits über demokratische Institutionen und eine etablierte freie Marktwirtschaft verfügte, wurde 3 Jahre nach Antragstellung aufgenommen. Aber keine Frage, die Ukraine ist Kroatien vor seinem Aufnahmeprozess in die EU näher, als es Finnland war. Besonderes Kopfzerbrechen beschert den Beitrittskandidaten zum Beispiel oft der Artikel 2 des EU-Vertrages. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Schon hier stellt sich also bereits die Frage, ob die Ukraine das alles einhält, obwohl man ja schon öfter erlebt hat, dass die EU auch einen ziemlichen Ermessensspielraum walten lassen kann, wenn sie nur will. Enger wird es bei anderen Voraussetzungen. So hat es seine Gründe, warum die Ukraine das ärmste Land Europas ist und sich im Vergleich zu anderen ehemaligen Ostblockstaaten schlecht entwickelt hat. Ihr wisst alle, dass wir hier auf Visualpolitik den russischen Angriffskrieg scharf verurteilen und solidarisch an der Seite der Ukrainer stehen. Doch die Objektivität gebietet es, dieses Land auch nicht durch die rosarote Brille zu betrachten. Heute sind sowohl die Politik als auch die Wirtschaft der Ukraine weit von westlichen Standards entfernt. Zum Beispiel greift der Staat stark in die Wirtschaft ein. Es gibt Preiskontrollen und eine Handvoll milliardenschwerer Oligarchen monopolisiert strategische Sektoren der nationalen Wirtschaft. Staatliche Eingriffe und Preiskontrolle verhindern eine akkurate Informationsvermittlung auf den Märkten und erschweren so massiv ein effektives Wirtschaften. Die Monopole lähmen die Wirtschaft, höhlen die ohnehin schwachen Institutionen aus und unterlaufen allgemein die freiheitliche Ordnung, was wiederum neue staatliche Eingriffe provoziert und Monopolbildung begünstigt und so weiter und so fort. Aber es kommt noch schlimmer. Jene Oligarchen sind viel zu gut mit dem politischen Betrieb vernetzt und werden auf die eine oder andere Weise vom politischen Apparat selbst protegiert, anstatt von ihm kontrolliert zu werden. Auf diese Weise ergibt sich ein hochgradig korruptes, ziemlich verkrustetes und schwer reformierbares System. Was auch dadurch nicht besser wird, dass Korruption nicht nur ganz oben grassiert, sondern in allen administrativen und wirtschaftlichen Schichten des Landes allgegenwärtig ist. Laut Transparency International ist die Ukraine nach Russland das zweitkorrupteste Land in ganz Europa. Zwar versuchte vor dem Krieg gerade Präsident Zelensky, die Korruption zumindest in einigen Bereichen einzudämmen, weswegen wir ihm ja auch im letzten Jahr den Visualpolitik Award verliehen haben, aber bis heute kann man nicht wirklich erkennen, dass seine Bestrebungen eine wirkliche Zeitenwende oder gar einen Mentalitätswechsel herbeigeführt hätten. Zwar hat man sich wegen des Krieges nochmal zusammengerafft, aber auch hier gibt es massive Probleme. Ein Beispiel sind die Berichte über den angeblichen Diebstahl westlicher Waffenlieferungen an das Land. Allerdings zeigen diese vor allem, dass die Dinge durchaus komplexer sind und beim Thema Korruption Pauschalurteile nur wenig weiterhelfen. So behauptete der US-Fernsehsender CBS, dass ein großer Teil der Militärhilfe einfach verschwinde und zitierte hierzu einen litauischen Hilfsorganisationsmitarbeiter. Dieser sagte, nur 30% der Waffen erreichten ihren endgültigen Bestimmungsort an der Front. Nun präsentierte CBS jedoch keine weiteren Beweise und der NGO-Mann selbst stellte später klar, dass seine Aussage aus dem Kontext gerissen worden sei. Er wüsste nichts von direktem Diebstahl, Schiebereien auf dem Schwarzmarkt oder gar dem Verkauf der Waffen an Russland, sondern hätte die Verteilung der Militärhilfe unter den ukrainischen Einheiten selbst gemeint. Er habe lediglich kritisieren wollen, dass bis April nur 30-40% der Lieferungen direkt an die Front gegangen wären, während der Rest an andere Einheiten gingen oder aufgrund logistischer Probleme oder politischer Machtkämpfe nicht schnell genug bei den Kampfverbänden angekommen seien. Der Grund hierfür seien Strukturen, in denen Lokalfürsten, selbstgerechte Bürokraten, Oligarchen und politische Akteure die effiziente Verteilung der Waffen behindern würden, um zum Beispiel sich selbst oder Einheiten in ihrer Region zu bevorzugen. Kurzum, Zank,
Eitelkeiten und innerukrainisches Konkurrenzdenken behinderten eine effiziente Distribution der Hilfen. Deswegen hat die Ukraine mittlerweile eine Sonderkommission eingerichtet, um den Waffenfluss innerhalb des Landes genau zu verfolgen. Und die USA haben ihren Verteidigungsattaché-Brigadier-General Garrick M. Harmon im August 2022 damit beauftragt, die Kontrolle der Rüstungslogistik in der Ukraine auf Vordermann zu bringen. Die Frage ist allerdings, wieso dies nicht schon lange vorher geschehen war. Denn dass ein Krieg kommt, der nur durch massive Waffenhilfe aus dem Westen zu gewinnen ist, war lange klar. Und dass massive Lieferungen so kostbarer Güter wie Waffen eine Gelegenheit darstellen, die auch Diebe schafft, weiß jedes Schulkind. Die Ukraine hat ja wie auch Russland eine sehr lange Tradition massiven Waffendiebstahls. Und schließlich hatten die USA selbst übelste Erfahrungen mit schwerer Korruption und Waffendiebstahl, wie zum Beispiel im Irakkrieg 2003, als Dutzende von Milliarden Dollar einfach versickerten und große Waffenbestände schließlich 2014 sogar an den Feind Daesh fielen, als dieser große Teile des Landes einnahm. In jüngster Zeit konnten wir die gleiche Situation wieder in Afghanistan erleben, ein Thema, über das wir ein eigenes Video gedreht haben. Es bleibt also nur zu hoffen, dass die USA und mit ihnen die Ukraine aus diesen Desastern gelernt haben und nun die entsprechenden Überwachungsmechanismen stringent einführen. Denn im Worst-Case-Szenario, wenn die Ukraine den Krieg verlieren sollte, entstünde in Europa eine neue Grauzone des Schreckens, ein neuer Failed State, auf dessen Boden sich eine gewaltige Menge hochgradig tödlicher Waffen befindet oder gar in die Hände der Russen fällt. Allein dies ist für Europa schon ein gewichtiger Grund dafür, dass die Ukraine den Krieg gewinnen, stabilisiert werden und dann fest in die europäischen Ordnungsstrukturen eingebunden werden muss. Ja, die Alternative dazu wäre einfach nur ein Grauen ohne Ende für die Bevölkerung der Ukraine wie für die ganz Europas. Denn im europäischen Vergleich war die Ukraine bereits vor dem Krieg bettelarm. Um euch eine Vorstellung zu geben, wir reden hier über ein Land, dessen Pro-Kopf-BIP im Jahr 2021 kaum 40% des Pro-Kopf-BIPs Bulgariens betrug, dem derzeit ärmsten Land der EU. Übrigens haben wir auch darüber schon lange vor dem Krieg ein separates Video gedreht, das ich euch verlinken werde. Und natürlich ist es durch den Krieg noch viel schlimmer geworden. Schlussendlich muss die Ukraine praktisch auf allen Gebieten, Politik, Wirtschaft, Recht und Gesellschaft, noch verdammt viele Veränderungen vornehmen. Einige Experten schätzen, dass der Beitritt, wenn er denn endlich stattfindet, 10 bis 20 Jahre dauern könnte. Eine schiere Ewigkeit. Aber wer weiß, sollte der Krieg nicht mit einem Siegfrieden Russlands enden, könnte das die Gelegenheit sein, um in der Ukraine reformmäßig klar Schiff zu machen. Schließlich sind seit dem Kollaps der Sowjetunion auch bereits 30 Jahre vergangen. Europa muss in dieser Frage also endlich grundsätzlich in längerfristigen, strategischen und geostrategischen Dimensionen denken, wenn es in der Lage sein will, mit den anderen großen Weltregionen auch in Zukunft zu konkurrieren. Und auch die größte Wirtschaftsmacht Europas, Deutschland, muss mit seinem Klein-Klein aufhören und endlich den Realitäten dieser Welt und seiner Verantwortung ins Auge blicken, da sich so wie bisher ein sicheres, stabiles und prosperierendes Europa nicht aufbauen und schon gar nicht erhalten lässt. Klotzen ist angesagt, nicht kleckern. Was genau sind also die wichtigsten Reformen, die die Ukraine durchführen muss, um EU-Mitglied zu werden? Und was sind die größten Hindernisse? Genau das nehmen wir jetzt genau unter die Lupe. Der lange Weg in die EU. Wenn wir die Europäische Union definieren müssten, könnten wir das vielleicht mit drei Worten tun. Bürokratie, endlose Vorschriften und komplexe Intransparenz. Ach ja, und habe ich eigentlich schon die lebende Bürokratie erwähnt? Nun, all das ist im Beitrittsprozess nicht anders, ja vielleicht sogar besonders schlimm. Hier muss der Kandidat gleich von 0 auf 100 durchstarten und alle EU-Vorschriften auf einmal etablieren. Der Beitrittsprozess lässt sich in 6 Phasen unterteilen. Formeller Antrag auf Mitgliedschaft, Kandidatenstatus, Heranführungshilfe, Verhandlungen, Ratifizierung und schließlich die Integration. Nach der Ratifizierung als offizieller Kandidat ist die Ukraine nun in die dritte Phase eingetreten, die Heranführungsphase. In dieser Phase muss sich die Ukraine wie jedes andere Kandidatenland mit der Europäischen Kommission auf eine sogenannte Heranführungsstrategie einigen. Diese Strategie besteht darin, eine Reihe von Leitlinien für die Ukraine festzulegen, um die administrativen, politischen und wirtschaftlichen Reformen in ihre Rechtsprechung aufzunehmen, die es ermöglichen werden, europäische Gesetze umzusetzen. Wir reden hier nicht von ein paar kleinen Änderungen, sondern von mehr als 130.000 Seiten europäischer Gesetzgebung, die die Ukraine nun in ihr politisches und rechtliches System einführen muss. Ein nicht nur verdammt anstrengender und hochgradig komplexer, sondern auch ein ziemlich kostspieliger Prozess.
Aber niemand hat gesagt, dass es einfach werden wird. Und natürlich macht die Wirtschaft da keine Ausnahme. Die Ukraine wird ihr Wirtschaftsmodell in vielerlei Hinsicht grundlegend ändern müssen, denn um der EU beitreten zu dürfen, muss eine funktionierende, freie Marktwirtschaft etabliert sein, die sich ohne Einschränkungen in den gemeinsamen Markt integrieren kann. Und das ist viel leichter gesagt als getan. Immerhin ist die Ukraine ein Land, das einmal zur Sowjetunion gehört hat und bei der Abschaffung des Sozialismus wenig besser agierte als Russland selbst. Darüber haben wir übrigens auch ein Video gemacht. Aber dazu gleich mehr. Muss die Ukraine also noch einmal bei Null anfangen? Nun ja, das hängt sicher auch davon ab, wie sich der Krieg weiterentwickelt. Aber grundsätzlich hat die Ukraine in den letzten Jahren schon einige Schritte hin zum EU-Standard gemacht. Die Ukraine hat sich schon seit den 90er Jahren allmählich auf die EU zubewegt. Seit 2016 ist sie assoziiertes Mitglied, womit sie bereits eine engere wirtschaftliche Bindung an die EU einging. Darüber hinaus wurde so auch der politische und kulturelle Dialog institutionell gestärkt. Seither wurden dann auch einige Änderungen bereits durchgeführt. Das EU-Assoziierungsabkommen der Ukraine verpflichtet Kiew zu rechtsstaatlichen Reformen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Ukraine durch das post-sowjetische Handelsabkommen der Gemeinschaft unabhängiger Staaten GUS erstmal nach Osten ausgerichtet, mitsamt der entsprechenden Wirtschaftsform. Jedoch ist die Ukraine aufgrund ihrer schieren Größe und den diversen Unterschieden zwischen Ost und West ziemlich inhomogen aufgestellt. In den westlichen Provinzen bestand immer eine stärkere Orientierung zur EU als im Ostteil. Dank des Assoziierungsabkommens aber begann die gesamte ukrainische Wirtschaft sich mit Vollgas Richtung Westen zu bewegen. Das heißt, weg von Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten in Richtung der EU. Tatsächlich machte der Handel mit der EU im Jahr 2020 bereits mehr als 40% aller ukrainischen Exporte aus. Das ist 8-mal mehr als die Exporte nach Russland. Ein Prozess, der sich mit Putins Invasion natürlich keineswegs verlangsamt, sondern sogar noch beschleunigt hat. 28. April 2022. EU will Zölle auf ukrainische Importe für ein Jahr aussetzen. Kiew zeigt sich dankbar. 29. Juni 2022. Die Ukraine und die EU unterzeichnen ein Abkommen zur Liberalisierung des Straßenverkehrs. Mit dem Abkommen entfällt für ukrainische Transportunternehmen die Notwendigkeit, Genehmigungen für die Einreise in die EU zu erhalten. Außerdem wurde das ukrainische Stromnetz endlich an das europäische Netz angeschlossen. 1. Juli 2022. Selenskyj sagt, die Ukraine exportiere jetzt Strom in die EU. Tja, und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen meinte kürzlich selbst, dass die Ukraine dank des Assoziierungsabkommens bereits etwa 70% der europäischen Gesetze und Grundsätze umgesetzt habe. Neben vielen anderen Änderungen wurde zum Beispiel das öffentliche Beschaffungswesen verbessert. Zudem wurden die amtlichen Statistiken an europäische Standards angenähert und der Energiemarkt reformiert, der zuvor vollständig in staatlicher Hand lag. Die Ukraine hat sogar eine digitale Verwaltung entwickelt. Aber mal halblang, erinnert ihr euch noch, was wir vorhin über die verkrusteten Strukturen in der Ukraine gesagt haben? Ich meine, digitale Verwaltung, neuer Strommarkt und so weiter ist ja schön und gut. Aber 70% der nötigen Reformen schon erfüllt? Das glaubt Frau von der Leyen wohl selbst kaum. Was sagt diese quantitative Angabe überhaupt aus? Nun, es handelt sich wohl eher um eine Zahl, die nach dem Pareto-Prinzip interpretiert werden muss. 80% der Ergebnisse erfordern nur 20% des Gesamtaufwands, aber die restlichen 20% haben es in sich und erfordern dann 80% des Aufwands. Und von der Leyens 70% dürften wohl zu 100% in den leicht umsetzbaren 80% liegen. Denn die Kluft, welche die Ukraine immer noch von europäischen Standards trennt, ist ganz klar, schlicht und einfach riesig. Hier ein paar Beispiele und Kennzahlen. Wie gesagt, ist laut Transparency International die Ukraine das zweitkorrupteste Land in Europa, aber damit nicht genug. Auf dem Index wirtschaftlicher Freiheit liegt die Ukraine auf Platz 130 von 177 Ländern und befindet sich damit in einer Liga mit Ländern wie Uganda, Indien und Belarus. Im Human Freedom Index liegt die Ukraine auf Platz 98, praktisch gleich auf mit Burkina Faso, Kasachstan und Mosambik. Im Rechtsstaatlichkeitsindex, der die Qualität der Justiz misst, liegt sie auf Platz 74, im Index der Pressefreiheit auf Platz 106 und im Index der demokratischen Qualität auf Platz 6. Und 80. Im Human Development Index übrigens mit einem Wert von 0,779 auf Platz 74 in guter Gesellschaft mit Mexiko, einem Land, in dem selbst zu Friedenszeiten gemordet wird, wie in einer Kriegszone. Siehe auch unser Video hierzu.
Mit anderen Worten, egal wie man es dreht und wendet, die Ukraine ist noch weit vom EU-Beitritt entfernt. Allerdings geht es nicht nur um die formale Anwendung europäischer Vorschriften. Das würde in der Ukraine nicht ausreichen. Schließlich herrscht dort immer noch Krieg. Welche konkreten Schritte sind also nötig? Nun, keine Angst, wir haben uns die Arbeit gemacht und liefern euch jetzt die Roadmap dazu. Also, aufgepasst! Eine kolossale Herausforderung. Nehmen wir doch mal, so optimistisch wie wir sind, an, der Krieg endet nicht mit einem Siegfrieden Russlands. Selbst dann ist der EU-Beitritt trotzdem nicht das vordringlichste Problem der Ukraine. Parallel müssen immerhin weite Teile des Landes wieder aufgebaut, die Kriegswirtschaft auf Normalbetrieb umgestellt, monetäre Effekte ausgeglichen, überhaupt die ganze Wirtschaft wieder auf die Beine gestellt werden. Es ist offensichtlich, dass es für ein Land, das physisch und institutionell zerstört ist, praktisch unmöglich wäre, der Europäischen Union beizutreten, egal welche Reformen es durchführt. Und um ein Argument gleich vorweg vom Tisch zu nehmen. Ein Beitritt der Ukraine noch während des Krieges ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Denn dann könnte Kiew nach Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags militärischen Beistand von anderen EU-Staaten einfordern. Die EU wäre offiziell Kriegspartei. Allerdings ist davon auszugehen, dass ein von Putin regiertes Russland die Ukraine nie in Ruhe lassen wird. Auch wenn es nicht mehr in der Lage sein sollte, territorial voranzukommen, wird es sein Nachbarland mit Gewalt und Zerstörung terrorisieren wollen, solange es nur geht. Dann könnte es jedoch speziell für die Ukraine eine Ausnahme von erwähntem Beistandsartikel geben. Eine Formalität, die es sowohl der EU als auch dem geschundenen Land erlauben würde, gemeinsam voranzukommen und den Blocker im Osten zu ignorieren. Wenn der Krieg also auf diese Weise formell vorbei wäre, muss die ukrainische Regierung nicht nur versuchen, die EU-Gesetze und die Forderungen aus Brüssel zu erfüllen, sie wird parallel auch ihren physischen und institutionellen Wiederaufbau schnell vorantreiben müssen. Nach Schätzungen der ukrainischen Regierung werden allein für den Wiederaufbau von Brücken, grundlegender Infrastruktur und Gebäuden zwischen 100 und 200 Milliarden Dollar benötigt. Und wenn wir die Wiederherstellung der wirtschaftlichen und produktiven Struktur der Ukraine dazu zählen, könnte die Gesamtrechnung bei weit über 500 oder 600 Milliarden Dollar liegen. Einen solchen Mittelbedarf kann Brüssel natürlich nicht ignorieren, wenn es einen Kandidaten für den Beitritt zur EU in Betracht zieht. Mit anderen Worten, am Ende des Tages werden die europäischen Institutionen eine Art Marshallplan umsetzen müssen, um den Wiederaufbau zu unterstützen, falls man ernsthaft beabsichtigt, die Ukraine wirklich mit ins Boot zu holen. Allerdings scheint der Wille aktuell durchaus da zu sein. Die Europäische Union wird eine Plattform für den Wiederaufbau der Ukraine errichten. Die Plattform soll dazu dienen, den Investitionsbedarf zu ermitteln, Maßnahmen zu koordinieren und Ressourcen zu kanalisieren, so von der Leyen. Denn selbst wenn die Ukraine nicht EU-Mitglied werden sollte, ist eine Stabilisierung der Region im Sinne aller Europäer und natürlich nur mit der gemeinschaftlichen Hilfe beim Wiederaufbau realistisch. Die Herausforderung dabei besteht darin, diesen Sanierungsplan umzusetzen, ohne dass das Geld vor allem in den Taschen der Oligarchen landet, die die Wirtschaft des Landes seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kontrollieren. Denn stellte die EU einfach nur eine Menge Geld zur Verfügung, das dann im korrupten Sumpf versickert, würde das den Beitrittsprozess natürlich massiv verkomplizieren, wenn nicht gar sabotieren. Brüssel scheint aber zuversichtlich, dass Kiew ein umfassendes wirtschaftliches Liberalisierungsprogramm durchführen wird. Bis das jedoch wirklich tut, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen aus anderen Ländern haben zumindest gezeigt, dass es bei so gewaltigen Summen in Kombination mit entsprechendem Druck möglich ist, sich mit der herrschenden Wirtschaftsnomenklatura zu arrangieren. Nach dem Motto, wenn ihr zumindest einen großen Teil nach den Regeln Brüssels spielt, fällt am Ende auch genug für jeden Einzelnen von euch ab. Die Oligarchen würden sich also ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie sich stur stellen. Die Frage ist vor allem, wie sie sich dabei untereinander einig werden. Präsident Zelensky hatte vor dem Krieg zum Beispiel seinen Vorgänger im Amt und Oligarchen Petro Poroschenko wegen Hochverrats vor Gericht gezerrt. Nach dem russischen Angriff haben jedoch beide eine Art Burgfrieden geschlossen, damit das Land geeint gegen den gemeinsamen Feind steht. In den ersten zwei Wochen, in denen die Gefahr am größten war und in denen ein großer Teil des Parlaments und der Regierung aus Kiew geflohen waren, blieben die einstigen Streithähne Zelensky und Poroschenko demonstrativ in der Hauptstadt und zogen am gleichen Strang. Etwas, womit weder Putin noch der Rest der Welt gerechnet hatten und was für einen enormen Boost der ukrainischen Widerstands- und Kampfmoral sorgte. Es könnte aber gut sein, dass nach dem Ende des Krieges und dem Sieg über den gemeinsamen Feind diese alten Fäden wieder fortgesetzt werden. Dennoch ist das nicht das Schwierigste, was die Ukraine auf dem Weg in die EU erwartet.
Das Schwierigste ist, dass die Ukraine ihre gesamte Staatsverwaltung grundlegend ändern muss. Wie wir bereits gesagt haben, müssen die Gemeinschaftsgesetze umgesetzt werden, aber das reicht nicht aus. Die Ukraine muss auch der Korruption ein Ende setzen und zum Beispiel ein neues Justizsystem schaffen, in dem wirklich Gewaltentrennung herrscht und das effektiv vor Korruption schützt. All das ist leichter gesagt als getan. Es muss sich noch zeigen, ob die patriotische Begeisterung ausreichen wird, um die Oligarchen zum Verzicht zu bewegen. Und dann sollten wir nicht vergessen, dass wir über ein Land sprechen, in dem Tausende, ja Millionen von Menschen geflohen, vertrieben, im Krieg verstümmelt oder traumatisiert worden sind, oft auch junge Menschen. Junge Menschen mit einer Ausbildung und beruflichen Fähigkeiten, beziehungsweise solche, die sie gerade eigentlich hätten erwerben sollen, aber wegen des Krieges nicht können. Eben diese Menschen sollten aber die Schlüsselrolle im Prozess des wirtschaftlichen und institutionellen Wiederaufbaus der Ukraine und ihrem Weg zur EU spielen. Wie gut sie das können, wird sich noch zeigen. Unsere Lektionen aus der Geschichte legen zwei Ausgänge nahe. Eine Kriegsgeneration kann weise, erfahren, abgehärtet und motiviert aus dem Kampf hervorgehen, wie zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, oder aber auch gebrochen, traumatisiert und irrlichternd, wie nach dem Ersten Weltkrieg. Ohne wenigstens die Rückkehr der ins Ausland Geflohenen wird es für die Ukraine auf jeden Fall sehr schwierig werden, den notwendigen Wohlstand, Produktivität und Entwicklungsstand zu erreichen, um in absehbarer Zeit der EU beizutreten. Denn gerade diese Rückkehrer können wichtige Erfahrungen und Beziehungen mit in die Heimat bringen und die Wirtschaft damit näher an das Niveau im Westen heranführen. Aber damit sie zurückkehren, gar investieren oder Unternehmen gründen können, braucht es vor allem drei Dinge: Vertrauen, Rechtssicherheit und offene Märkte. Nun, der erste Punkt ist generell die Grundlage allen Wirtschaftens. Der Patriotismus könnte zumindest das Vertrauen steigern. Vor dem Hintergrund der Verunsicherung bezüglich der Zukunft und der Suche nach Verrätern könnte es aber auch zu einer Vertrauenskrise kommen, die wie Sand im wirtschaftlichen Getriebe wirkt. Bei den beiden anderen Punkten, Rechtssicherheit und Marktöffnung, schlagen einige zum Beispiel vor, das Modell der Sonderwirtschaftszonen in Dubai zu übernehmen, wie im Fall des Dubai International Financial Center. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen weit hergeholt, aber wartet ab, denn dort bilden britische Richter andere Richter aus und sprechen Recht gemäß eines speziellen rechtlichen Rahmens. Die gesetzlichen Eckpfeiler sind dort so gesetzt, dass es für ausländische Unternehmen besonders attraktiv ist, dort zu investieren. Aber ist ein solches Szenario überhaupt realistisch für die Ukraine? Nun, in der Vergangenheit sicherlich nicht. Aber auch hier hat es ausgerechnet Wladimir Putin geschafft, zuvor unverrückbare Berge gewaltig in Bewegung zu setzen. Und zwar ganz und gar nicht in seinem eigenen Sinne. Die ukrainische Oligarchie war vor dem Krieg hauptsächlich in einen pro-russischen und einen westlichen Ast geteilt und letzterer auch noch untereinander aufgespalten. Nun hat der russische Vernichtungskrieg aber nicht nur die pro-westlichen Oligarchen geeint, sondern diese auch mit den zuvor pro-russischen. Es war Petro Poroschenko, der als einer der ersten danach rief, die Ukraine in ein Paradies für Investitionen zu verwandeln und die Wirtschaft durch die Schaffung eines Systems mit weniger Einschränkungen und Behinderungen für ukrainische Unternehmen und Investoren zu stärken. Aber nun scheint ein solches Projekt auch einen anderen mächtigen Unterstützer gefunden zu haben, den Oligarchen Renat Achmetow. Achmetow ist der reichste Mann der Ukraine und im Übrigen der Besitzer des bekannten Stahlwerks Azovstal in Mariupol. Er ist dabei ein Geschäftsmann, der schon lange enge Verbindungen zu Russland und den pro-russischen Milieus der ukrainischen Politik pflegte. Tatsächlich war er sowohl graue Eminenz als auch Hauptfinanzier der russophilen Partei der Regionen, mit der er sogar Abgeordneten in der Werchowna Rada, dem Parlament der Ukraine, wurde. Klingt also nicht gerade nach einem Recken im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine von Moskau, nicht wahr? Aber jetzt hört euch mal diese Aussage von ihm an. Das Böse darf nicht ungestraft bleiben. Russlands Verbrechen gegen die Ukraine und unser Volk sind ungeheuerlich und die Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Diese Klage ist einer der ersten internationalen rechtlichen Schritte gegen Russland, um die anhaltenden Verbrechen, die Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft und die Plünderung des ukrainischen Vermögens zu stoppen. Renat Achmetow, ukrainischer Oligarch. Tja, ob nun wegen des schnöden Mammons, der Zukunft der Ukraine oder der plötzlichen Liebe zu seinem Vaterland, vielleicht auch wegen allem zugleich. Die Rhetorik Achmetows hat sich seit Kriegsbeginn radikal verändert. Und wie er haben auch viele andere pro-russische Oligarchen durch die russische Invasion Verluste in Millionenhöhe erlitten. Achmetows Vermögen ist laut Forbes-Daten von seinem Höchststand von 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012 auf etwa 4,2 Milliarden Dollar geschrumpft und das ist ein Verlust von knapp 75%. Doch so widersprüchlich es auch erscheinen mag, diese Situation könnte eine positive Seite haben. Viele der großen ukrainischen Oligarchen, egal ob pro-westlich oder pro-russisch, mussten mit ansehen, wie ein großer Teil ihres produktiven Vermögens von Russland vernichtet wurde und damit auch ein großer Teil ihrer Möglichkeiten, Einfluss auf die lokale und nationale Politik zu nehmen.
Mit anderen Worten, die Zerstörung eines Großteils ihres Reichtums und ihres Einflusses sowie die internationale Unterstützung und die veränderten Prioritäten Kiews könnten diese Oligarchen dazu bringen, Änderungen der Spielregeln zu akzeptieren, um in einem wirklich wettbewerbsorientierten Markt unternehmerisch tätig zu werden. Dazu kommt dann noch, dass der Wiederaufbau und der soziale Druck und jetzt auch die nationale Sicherheit viel gewichtiger sind als die Bestechungsgelder und der Druck dieser Oligarchen. Oligarchen, die außerdem nicht weiter im Verdacht stehen dürfen, pro-russische Sympathien zu hegen. Selenskys Regierung verfügt nun auch über die Rückendeckung der Opposition. Das gesamte politische, administrative und ökonomische System der Ukraine von Moskau-affinen Kollaborateuren und Sympathisanten zu säubern und hat aus diesem Grund bereits zahlreiche Spitzenbeamte entlassen. Es wäre also wenig verwunderlich, wenn in dieser Situation nicht einige oder vielleicht sogar alle Mächtigen in der Ukraine nun plötzlich ihr Fähnlein in den Wind hängten und die Flagge der EU hissten. Das heißt, für Reformen eintreten würden. So könnte der Krieg zuletzt trotz aller Schrecken wenigstens etwas Gutes haben. Er könnte die Gelegenheit sein, alte, verkrustete Strukturen hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Zusammenfassend, um ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union zu werden, muss die Ukraine eine vorzeigbare Demokratie mit vitalem Rechtsstaat werden. Sie muss eine freie Marktwirtschaft einführen. Sie muss die sehr umfangreichen europäischen Rechtsvorschriften in ihr Recht einführen und dann anwenden. Institutionen reformieren und stärken, das Land wieder aufbauen und die Macht der Oligarchen in geordnete Bahnen führen. Eine sehr lange und sehr, sehr komplizierte To-Do-Liste. Aber wartet noch einen Moment, denn der Beitritt zur EU hängt natürlich nicht nur von der Ukraine ab, sondern auch von der EU, sprich von ihren Mitgliedsländern. Und um ein so großes und unruhiges Land als Vollmitglied aufzunehmen, muss sich vielleicht auch die EU selbst ändern. Da wären zum Beispiel die Einstimmigkeitsregeln, die inzwischen sogar der deutsche Bundeskanzler Scholz ins Visier genommen hat. Zu oft ist die Gemeinschaft gelähmt, weil einzelne Staaten ihren eigennützigen Willen durchsetzen wollen. Denn wie das Sprichwort sagt, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und wenn dieses Phänomen jetzt schon zu oft in der EU auftritt, wie soll es erst werden, wenn die Union noch weiter wächst? Zumal, wenn man die erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern bedenkt, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und kulturell. Speziell die Ukraine wäre ein enger Verbündeter Polens, mit dem man, wie wir wissen, in Brüssel schon lange Zeit seine spezielle Freude hatte. Vielleicht sollte man sich auch grundsätzlich Gedanken darüber machen, ob eine immer weiter zunehmende Zentralisierung der EU überhaupt noch Sinn ergibt und sowohl dem ursprünglichen Geist der Subsidiarität als auch einer zukunftsfähigen Vision der Gemeinschaft entspricht. Sowohl die Bürokraten in Brüssel als auch die Parlamente und Regierungen der einzelnen Mitgliedsländer, ja alle Europäer, sollten sich mal ganz dringend die Frage stellen, was sie eigentlich wollen. Ein auf kontinentale Größe aufgeblähtes Frankreich oder einen stärker dezentralisierten Verbund im Stile einer großen Schweiz. Ich denke, ihr könnt euch vorstellen, dass vor einem EU-Beitritt der Ukraine diese Grundsatzfrage geklärt werden sollte und er, wenn er denn jemals stattfindet, ein sehr langer und schwieriger Prozess sein wird, der an viele Bedingungen geknüpft ist. Aber was meint ihr? Ist er angesichts der eingangs erwähnten gewaltigen wirtschaftlichen Chancen Europas in der Ukraine nicht dennoch lohnenswert? Glaubt ihr, dass die Ukraine irgendwann der EU wirklich beitreten kann und wird es Kiew gelingen, alle notwendigen politischen und wirtschaftlichen Reformen durchzuführen, um die Ukraine zu einem Land zu machen, das sich in die Gemeinschaftsstandards der übrigen EU-Mitglieder einordnen kann. Wäre dies im Interesse Europas oder eher nicht? Wie immer sind wir auf eure angeregte Diskussion zu diesem kontroversen Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald!